Jo Jungs, willkommen zur finalen Version von Vanilla Soup. Ich habe mir gedacht, ich bringe der kleinen Serie einfach jetzt mal ein würdiges Ende und zeige euch die letzte und beste Version, die ich jetzt so machen kann. Also die ganzen Commands findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Ich werde euch nur kurz zeigen, wie ihr alles aufbauen müsst und dann habt ihr es auch schon. Die ersten zwei Commands braucht ihr nicht in einem Command-Block, die müsst ihr einfach nur einmal ausführen und dann ist auch alles schon gemacht, wie es sein sollte. Die nächsten 5 Commands müssen alle in einer Reihe aufgebaut sein. Dafür stellt ihr den ersten auf Repeat und alle anderen auf Chain. Wichtig ist, dass die Pfeile so zeigen, wie ihr es hier sieht. Wichtig ist auch noch, dass diese 5 Command-Blöcke alle auf Always Active gestellt sind. Das ist wichtig, weil, ja, sonst funktioniert es nicht. Wenn ihr das alles habt, dann funktioniert das Ganze auch schon. Dann könnt ihr noch den Bonus-Command benutzen. Dann bekommt ihr eine Carrot on a Stick. Die Carrot on a Stick ist einfach nur dafür da, dass ihr suchen könnt. Das ist für die Abfrage wichtig. Diese Carrot on a Stick im Speziellen aber sorgt noch dafür, dass ihr keinen Attack-Cooldown habt. Müsst ihr halt wissen, ob ihr das wollt. Wenn nicht, dann benutzt einfach eine ganz normale Carrot on a Stick aus dem Creative Inventar. So, ich würde sagen, genug geredet. Testen wir die Soups einfach mal ein bisschen. Ja, das war's jetzt auch schon mit meinem wahrscheinlich letzten Command-Block-Video überhaupt. Ich wollte dem Ganzen einfach noch einen richtigen Abschluss geben. Und ja, wie auch immer, habt eine schöne Woche, bis nächsten Montag und ciao.